Ja, willkommen zurück zu Rockman No Constancy, ein Mega Man 2 Hack von Ika, und es geht jetzt hier weiter in der ersten Whitey Stage, momentan noch ohne Musik, aber das, wenn ihr den letzten Part gesehen habt, wisst ihr ja, dass hier noch Musik kommen, Hintergrundmusik noch vorkommen wird. So, ich glaube, jetzt kommt ja Sniper Joe, oder? Ja, genau hier. Ah. So, was kann... Ach so, ja, ach scheiße, der Frosch, ja. Okay. Ja, und jetzt spielt hier die Musik. So. Rising Sun kurz auffrischen und Item 1. Ja gut, erstmal das Drecksvieh da unten besiegen. So. Item 1. Auffrischen. Okay. So, dann geht's jetzt hier richtig los wieder. Oh my goodness. Die Rising Sun ist hier Trumpf hier, ne? Das habe ich auch schon eben in der Vorstage, nenne ich die jetzt mal so, gemerkt. Wobei, das gehört ja fest mit zu dieser Stage hier, aber dennoch. So, dann geht es jetzt wieder mit Item 2 hier rüber. Oh Gott. So, hier runter. Ja, den E-Tech nehme ich natürlich mit. Weil es ja kein Problem ist, wieder zurückzukommen, wie wir im letzten Part erfahren haben. So, jetzt kommt dieser. Jetzt kommt eben die Frage: Wo kann ich hier stehen? Okay. Das habe ich mir jetzt nicht gemerkt, wo ich stehen konnte, aber okay. Hier brauche ich wieder Rising Sun oder sowas. Alter. So, hier muss man ein Item haben. Um weiterzukommen überhaupt. Hä? Das ist doch nicht schon der Bossraum, oder? Das würde ich jetzt nicht für wahr halten. Okay, ja, egal. Na gut, jetzt sind wir hier oben. Jetzt können wir den... Ach komm, ich muss ja nach unten drücken, so. Das ist doch nicht schon der Boss, oder? Ach so, nee, jetzt geht... Ah, hier kriege ich ein Leben. Das ist ja ideal, ne? So. Und hier nehme ich Item 2, um rüberzukommen. Sollte aber auch bestenfalls draufbleiben. Shit! Hat er mich noch getroffen da eben, dieses Affengesicht? Hallo. Weg. Ah, sehr schön, die Energie kriege ich hier wieder voll dann. Oh, wieso fällt diese Scheiße dann noch hier runter? Das ist unfair. So, Rising Sun. Und gib mir ja hier mal Waffenenergie für die Rising Sun. Oh Gott, jetzt muss ich ja wieder... Oh, fucking. Naja, egal. Okay, so. Ja, jetzt muss ich es mal gucken. Ich muss jetzt mal mir merken, wo man hier stehen kann. Okay, hinter diesem Einstrich, okay. Hey! Hallo! Du sollst treffen! So. Oh, du bist so ein Vollidiot manchmal. Oh, ich drücke doch auf Pause. Mit dem Scheißer da! So. Ja, immer wird man getroffen in diesem Spiel. Oder in diesem Hack, eher gesagt hier. Aber ich glaube, ich will hier jetzt eher mit Item 1 nach oben. Das ist das vertrauenswürdigste von den ganzen Items, finde ich jetzt persönlich.
Weil Item 2 fährt viel zu, fliegt viel zu früh los. Ja, bei Item 3, ja, weiß ich nicht. Habt ihr ja gesehen. Manchmal geht's schneller nach oben. Okay, ja. Keine Ahnung, was hier kommt. Ah, natürlich. Das ist... Was sagt ihr gegen Wind hier? Gegen Wind? Oh, Wind ist hier auch ganz gut. Der Sprung sieht mir ein bisschen nervig aus. Deswegen machen wir so. Oh. Ja, Rising Sun, ne? Was? Was ist das denn für eine blödsinnige Scheiße? Wo kommen die denn plötzlich her? Oh, man kriegt hier noch Energie geschenkt am Ende noch. So, jetzt kommen wir bei der Boss bestimmt, oder? Oh nein, ja, ich weiß wieder, was das... Oh nee, oh, das wird jetzt richtig übel. Wie viel Leben habe ich? Nein, oh, das wird jetzt richtig übel. Was daran übel wird, das werdet ihr jetzt gleich sehen. Ihr erinnert euch an den Drachen aus dem Original. Auch mit dem Autoscrolling. Das ist das erste Mega Man, in dem Autoscrolling vorkam. Und jetzt hier, guckt euch das an, wie schnell das Autoscrolling geht. Wie schnell man da sein muss. Das ist doch... Das ist doch eine Unverfrorenheit, oder? Das ist richtig übel. Gut, der Kampf gegen den Drachen selber war jetzt in diesem Hack einfacher, muss ich sagen. Also jetzt mit dem normalen Buster, ne? Jetzt wäre es ja Quickmans Waffe gewesen, aber hier sind die Waffen ja ein bisschen anders, auch von der von den Schwächen her und von den Mechaniken her. So, die zweite Wily Stitch. Das lief ja jetzt doch gar nicht mal so schlecht, wie ich erst befürchtete. Oh nein. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich würde sagen, Item 1 laden wir hier erstmal auf. Ja. Ja, wenn ihr meint, in diesem Heck kommen keine Fließbänder vor, dann habt ihr euch getäuscht. Denn hier in dieser Stage gibt es solche. Also Fließbänder, die wir aus Metal Man Stage aus dem Original kennen. Ja, das war auch jetzt das letzte Leben. Der E-Tank ist jetzt weg. Schönen Dank aber auch. Danke dafür, Ika. Für ein solches schönes Level-Design, das so fair ist. Was jedem Menschen Spaß macht auf dieser Welt. Ich habe da so... Warte mal, kann ich den nicht vorher spawnen? Ah, ne, respawn da wieder, ne? Hier muss ich ein bisschen anders irgendwie vorgehen. Ich weiß auch nicht, die Schwäche. Welche Schwäche jetzt diese verdammten Zahnräder haben. Okay. Ah! 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 Also, wenn man jetzt irgendwelche... Oh. Die, das will ich nicht einsammeln. Ich habe ja das noch nichts verbraucht. Deswegen, ja. Hier, wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, so eine Art, ja... Inhalte meiner Aussagen in diesem Hack... aufschreiben würde, dann würde er mal zustande kommen. Aber ich meine, solche Situationen bereiten einem doch Angst. So, jetzt muss ich mal gucken. So, der geht in die Richtung. Das heißt, ich kann so und dann so. Okay. Was auch... Mann! Verdammte Scheiße hier. Oh, so, jetzt muss ich Heatmans Waffe verwenden. Und zwar im aufgeladenen Zustand. So. Wenn ich die jetzt leer gehabt hätte, hätte ich Pech gehabt, oder was? Na gut, ich hätte... Dafür waren ja die Waffen... War ja die Waffenenergie da oben. Die wir eben gesehen haben. Und das leert sich auch nicht so... Also so extrem wie im Original, wenn man voll aufgeladen ist. So, die Stage, da weiß ich jetzt überhaupt gar nichts mehr drüber. Außer, dass am Ende der Boss...
eben Pico Pico Kun heißt. Ja, wie im Original ja auch, nur ist er hier noch um einiges schlimmer. Wen wundert's, ne? Bei einem Mega Man Hack, der mal als Kaizo Mega Man verschrien wurde. Oh, ich gewusst, dass ich die Energie, die Waffenenergie, nein, ich hab ja nichts eingesetzt, ne? Deswegen, scheiße, da hätte ich was gebraucht. Mann, man kann doch nicht so schnell schalten bei solchen, Passagen. Was ist denn das für ein Kack? So, ich hab doch nichts verbraucht, also. Was mache ich mir denn Gedanken wegen Waffenenergie? Was verbraucht habe ich schon in diesem Level schon was, aber ich hab's ja wieder aufgefrischt. So. Ja, genau, spring bloß nicht. Ich habe auch nicht den Sprungknopf gedrückt. Ich habe nicht das Minimum, was man machen muss, und damit Mega Man springt gemacht. Ich habe nicht den Sprungknopf gedrückt. Nein, keineswegs. Ich wollte dort sterben, weil ich nur Leben hatte oder was. Nein. Ich bin nicht so jemand, der sagt, oh, ich habe nur Leben, das lohnt sich nicht mehr zu machen. Überhaupt die Stage zu spielen, das lohnt sich gar nicht mehr. Ich lass mich jetzt mal Game Over machen. So, finde ich einfach schwachsinnig, wenn jemand sowas macht. Lohnt sich immer. Wenn's auch nur das Erkunden der Stage ist. Und ja, er springt wieder nicht. An derselben Stelle springt er mal wieder nicht. Ich finde es einfach nur eine Frechheit von Capcom, dass sie ihm so eine dumme Sprungmechanik gegeben haben. Da kann Ika nichts für, wegen der Sprungmechanik. Gut, er kann was dafür, dass das Leveldesign hier so nervig ist. Ja, was zum Geier? Wieso? Was? Das war doch Verarschung eben. Wieso kam das Zahnrad so dämlich an hier? Als ob man hier irgendwie, keine Ahnung, als ob das der Heck jetzt macht, was er will. Er heißt auch nur Constancy, ne? Hier ist nichts konstant. Eigentlich schon, aber naja. Nee. Mann, wieso machen die so viel Schaden? Das sind doch nur irgendwelche Schießkick-Kackviecher da. So. Ich hab. Ja, außer Hitman jetzt aber habe ich, glaube ich, wieder voll, ne? So. So, jetzt weiß ich ja hier, dass ich was brauche, um da hochzukommen. Item 1? Item 3, glaube ich, eher, ne? Ja. Ja, dem 3 kannst du auch in die Tonne treten an der Stelle. Oh, weg mit dem scheiß Zahnrad. Wieso sind die Zahnräder sind doch normalerweise schnell, wenn ich den Clown da besiegt habe. Diesen Hofnarren. Ah, das war... Oh. Das war gut. Ich wollte gerade sagen, oh, das war dumm. Das ist doch ganz gut. So. Jetzt wollen wir mal ein bisschen ernsthafter hier spielen, ne? Wind. Sollte ich ihn eigentlich kriegen hier? Ja, oh, Energie kriege ich auch voll hier. Super. So, nun komm. Wäre schön, wenn ich die Stage auch noch schaffen könnte in diesem Part hier. Mann, muss man immer warten. Ich hasse... Fledermäuse wirklich in jedem Spiel, in dem sie vorkommen. So. Item 1. Okay. Man kann sich auf Item 1 immer verlassen. Warte mal. Okay. Ja, Wind werde ich sicherlich noch brauchen. Alter, unten ist ein Leben, aber da komme ich mit Item... Oh, da komme ich mit Item 3 hin, ne? Wenn ich Item 3 jetzt abfeuere und mit dem nach unten gehe, weil dieses Teil, was aus Item 3 da rauskommt, das ist geht auch nach unten. Und das mache ich aber jetzt nicht, das ist mir zu riskant. Das macht, nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf, auf das ist auch ein unnötiges Risiko. So, reicht es jetzt auch mal mit den Fließbändern? Nein, die Moles müssen auch noch kommen. Aber okay, finde ich gar nicht mal so schlecht jetzt. Weil hier kann man so einiges auffrischen. So, zum Beispiel Item 1 hier. So, jetzt muss ich einmal...
Aber wie man es aus dem Original kennt, sind hier auch diese Molds. Oh Gott, jetzt mit einzelnen. Nee, das könnt ihr nicht machen. Bei. Oh. Die gehen in diese Richtung, ne? Das geht in diese Richtung. Jetzt scheißen sie hier. Mann! Darf ich da. Oh, die immer kommen da, wo ich hin muss. Komm die Scheißdinger an. Jetzt reicht's mir aber hier. Oh Mann. Oh, Leute! Hey, die Witzka, ey. Oh, das war jetzt echt eine richtig nervige Stelle. Wo muss ich jetzt hin hier? Oh, das will ich haben, die Energie dort. Ich könnte ja Gift aufnehmen. Ah, jetzt kann ich ihn auch hier ganz gemütlich, konnte ich glaube ich eben auch, ne? Mit Rising Sun besiegen. Oh nein, man muss wieder Item 2 hier verwenden. Ich habe immer Angst, Item 2 zu verwenden. Oh, gut, dass ich das rechtzeitig. Stimmt, hier war ja eine Falle. Da war ja eine Falle da an der einen Stelle. Oh, Leute. Hä? Moment. So. Die anderen beiden Sachen sind dann für Rising Sun. Komm ich eigentlich so hoch mit dem Schießen? Ja. Er kann mich nicht treffen, ich ihn aber. Ich mach das mal so hier. Geht das viel schneller? Oh, wie viel hält der aber auf, bitte? Das gibt's nicht. Hei. So, Rising Sun. Und jetzt? Da runterfallen oder was? Ah ja. Es gab irgendwie so eine Art Glitch, wie man da runterkommt. Man kommt nur mit irgendeinem Glitch darunter. Zu dem E-Tank und dem Leben. Ich weiß aber nicht mehr, wie der ging. Ich will es aber auch nicht ausprobieren. Weil ich glaube, wenn man da runterfällt, dann ist es irgendwie auch eine Falle, glaube ich zumindest. Ich weiß ja aber nicht mehr hundertprozentig. So, Rising Sun ausrüsten. Ganz gemütlich so. Erstmal den unteren. Okay. Jetzt könnte ich eigentlich auch Wind mal ausprobieren hier. Aber trifft er? Nee. Wie war der nach unten, ne? Okay. Oh, wie viel Leben habe ich? Ah, ich habe noch, falls ich jetzt beim Boss versagen sollte, der ist ja auch, müsste auch bald, mal bald kommen, oder? Ich glaube, hier muss ich mich. Nee, hier muss ich doch gar nichts machen. Ach, der E-Tank war eine Falle, glaube ich. Der E-Tank war eine Falle. Oh, müssen die Molds wiederkommen? Was ist das? Ach, obwohl. Nee, ist gar nicht schlecht, dass die kommen. So kann ich jetzt ein bisschen meine Energie wieder auffrischen. Und Leben! Oh, das ist ja genial, hier noch ein Leben bekommen zu haben. Energie. So. Puh. Wenn jetzt irgendwie. Das ist. Oh, noch ein Leben hier. Das ist wie. Wie in Quickman Stage. Da habe ich auch zwei Leben ja bekommen. Jetzt. Vielleicht bekomme ich hier sogar noch eins. Das wär, oh, ich sehe da hinten. Oh. Aber da kann ich die Bombe verwenden. Energie! Oh, wieder was verloren hier. Scheiße. Irgendwas Nützliches auffrischen? Ja, Wind, ne? Okay. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, deswegen, sonst hätte ich gesagt, ja, ich mache einen Schnitt und, aber das brauche ich jetzt ja nicht. Also, deswegen jetzt, wegen
Oh, noch ein Leben! Genial! Ja, komm. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie... Ich brauch Clashmans-Waffe, um dieses Scheißteil da hinten zu besiegen. Na! Oh. So, jetzt. Glaube ich, oder? Ist eigentlich ganz gut, oder? Oh, haut ab da! Nee, ich muss das von... Oh, nee, ich muss es von da machen, ne? Scheiße. Komm, ich lass mich einmal treffen. Und dann ist gut. ETF. Oder vielleicht brauche ich das gar nicht, wenn ich treffen lassen. Hm. Oder muss ich doch da hinten... Nee. Komm, ich gehe jetzt hier runter. Ja, seht ihr, das wäre jetzt ein, ja, so eine Art Falle gewesen. Man kann diesen E-Tank bekommen, wenn man ja jetzt hier beim während des Fallens, also man kann den E-Tank sowieso bekommen, aber dann steht man da unten, glaube ich. Werden wir gleich sehen beim weiteren Bildschirm. Aber während des Fallens Heatmans Waffe verwenden, dann sie sterben lassen, und aber es wäre auch blödsinnig, sich jetzt hier sterben zu lassen. Das war die Falle! Das war die Falle. Oh, das ist nicht euer verfluchter Ernst. Das kann doch nicht euer verfluchter Ernst sein. Oh Gott, ey. Denn, ja gut, ich habe nichts dagegen, einen E-Tank einzusammeln, aber das ist ja, das war jetzt eben ja richtige Scheiße. Woher soll man das denn wissen? Oh, hab ich eh noch genügend Item to, ja. Wieso treffe ich ihn denn nicht? Ey, ich hab die Rising Sun hat ihn berührt. Ja, und der respawnt dann natürlich, ist klar. Du dummes Scheißvieh. So. Scheiße, jetzt habe ich Rising Sun verschwendet hier. Hätte ich gut hier für ihn gebraucht, aber Moment, das reicht glaube ich noch aus, ne? Jetzt kommen ja sowieso gleich noch die Molds. Selten so gelacht. So, ich glaube, jetzt kommen die Molds da unten, ne? Ja, würde ich mal sagen, ich mache hier... Na, nee, noch nicht. Einmal noch den Bildschirm wechseln, so. Ich mache hier einen Schnitt, farme noch so ein bisschen, die meine Energie voll und Rising Sun und so weiter, ein paar Sachen noch. Das mache ich jetzt offscreen und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann, tschüss!